Gemütlich. Was ist gemütlich? Was ist gemütlich vom Ayurveda-Standpunkt aus? Wann ist es gut, gemütlich zu sein? Und was sind die Grenzen der Gemütlichkeit? Und wie würde man gemütlich von einem spirituellen Standpunkt und vom Yoga-Standpunkt aussehen? Mein Name ist Sukadev und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag aus dem Persönlichkeitslexikon von www.yoga-vidya.de. Gemütlich. Im Dschungelbuch sagt der Bär Balu dem Mowgli, probier's mal mit Gemütlichkeit. Manchmal ist es gut, loszulassen und zu entspannen. Letztlich braucht es eine gewisse Gemütlichkeit als Gegenpol zu den Aufregungen des modernen Lebens. Es braucht Muße, es braucht Ruhe. Und es ist gut, etwas ganz gemütlich anzugehen. Aber natürlich braucht es auch einen Gegenpol. Vom Ayurveda-Standpunkt aus gibt es ja die drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und Kapha ist das Erd-Wasser-Prinzip und dort gehört Gemütlichkeit dazu. Und dieses Kapha-Prinzip ist zum Beispiel ein Gegenpol zu Vata und Pitta. Wenn du also sehr unruhig bist, sehr nervös bist, Schlafstörungen und so weiter hast, dann könntest du dir innerlich einfach sagen, Gemütlichkeit. Und du könntest auch fragen, wie könnte ich das, was zu tun ist, gemütlich angehen? Oder angenommen, du hast eine Pitta-Übersteigerung, du bist irgendwo frustriert und dich ärgern die Dinge und die Menschen ziehen nicht mit und du findest, das kann so nicht weitergehen, dann gemütlich sein. Überlege, wie du jetzt vielleicht den Nachmittag etwas gemütlicher angehst. Es nutzt nichts, wenn du frustriert bist. Es nutzt nichts, wenn du mit anderen schimpfst. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Gemütlich ist ja ein schöner Gegenpol. Aber immer nur gemütlich sein ist auch nicht gut. Wenn du wachsen willst, musst du öfters auch die Komfortzone verlassen. Wenn du etwas bewirken willst, geht das allein mit Gemütlichkeit auch nicht. Letztlich, Erfolg geschieht dann, wenn du über die Komfortzone hinausgehst, wenn du mal bereit bist, alles zu tun, um etwas zu erreichen, wenn du dich durchsetzt, Disziplin zeigst, weitermachst, selbst wenn du keinen Spaß mehr hast. Und selbst wenn es dir keine Freude bereitet, selbst wenn du Widerstände hast. Natürlich kannst du auch sagen, was soll's, mir geht's ja auch nicht um Erfolg. Ich will ein gemütliches Leben führen. Aber Leben werde ich auch aus der Gemütlichkeit herausbringen. Ein Unfall geschieht, ein Verlust geschieht, ein Arbeitsplatz ist in Gefahr, dein Kind ist in Probleme, dein Partner ist in Probleme, deine Eltern sind pflegebedürftig. Aus ist es mit der Gemütlichkeit. Daher, Leben erlaubt dir nicht, langfristig gemütlich zu sein. Und selbst in den Bildern von Spitzweg, wo gemütliche Menschen dargestellt wurden, das war auch nur ein Aspekt des bürgerlichen Lebens. Ein anderer war sicherlich, dass zur Zeit von Spitzweg, Mitte des 19. Jahrhunderts, die Bürgerschaft, die Gleichberechtigung zum Adel schrittweise erkämpft hat durch Fleiß und Engagement. Aber es braucht eben auch Gemütlichkeit als Gegenpol zum Engagement. Ansonsten gibt es die Gefahr von Burnout für den Pitta-Typen und von Nervosität und Ängsten und Unruhe für den Vata-Typen. Es ist eben alles eine Frage der Kombination. Und es muss nicht für jeden gleichmäßig sein. Manche Menschen, eher die Kapha-Typen, sind insgesamt gemütlicher und das ist gut so. Die Pitta-Typen sind eher etwas ungemütlicher. Sie brauchen nur etwas Gemütlichkeit dazu. Und die Vata-Typen können auch ihre Leichtigkeiten, ihr Ideenreichtum und so weiter ausleben und nutzen und für andere nutzbar machen, aber manchmal etwas gemütlicher sein. So gibt es einen guten Ausgleich. Folge deiner Prakriti, folge deiner Natur, aber gleiche sie auch etwas aus, damit du nicht in körperliche oder psychische Erkrankungen kommst. Etwas Gemütlichkeit ist gut, zu viel nicht.
ist mindestens meine Meinung. Hast du eine andere Meinung oder willst du das Ganze ergänzen, dann schreib doch etwas in die Kommentare. Oder auch wenn du zustimmst, lass es andere wissen. Gefällt dir dieser Vortrag? Klicke jetzt auf Gefällt mir, Daumen hoch oder 5 Sterne und teile den Link zur Sendung. Danke dir. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de.